Ja, ufes Neues. Ufes Neues, gutes Neues. Man kann ja das jeden Tag sagen, oder? Jeden Tag erwacht das Leben neu. Ufes gutes Neues. Okay, gemischelt wie immer. Und was sagt uns heute der Law of Attraction? Das Gesetz von der Anziehung. Ich muss meine Gedanken nicht überwachen. Spannend, oder? Statt zu versuchen, deine Gedanken zu überwachen, richte deine Aufmerksamkeit darauf, wie du dich fühlst. Wählst du nämlich einen Gedanken, der nicht in Harmonie mit deinen größten Absichten steht, wirst du den Zwiespalt empfinden, dann kannst du dein Denken auf etwas ausrichten, das sich besser anfühlt und dir somit dienlicher ist. Gestern haben wir doch die Übung gemacht vom aufs Herz hören. Das ist genau so. Passt wirklich tipptopp zu dieser Karte. Was bedeutet, dass man eigentlich gar nicht im Kopf muss sein, sondern im Herz spüren. In den Sachen, die wir machen, erfüllen sie uns. Wenn sie uns erfüllen, gehen sie uns ganz einfach von der Hand. Dann ist es ganz leicht. Dann sind wir wirklich so im Fluss vom Leben. Wenn wir nicht im Herz sind, sondern im Kopf und wir versuchen, etwas mit dem Kopf, mit unseren Gedanken zu steuern, dann harzt es, dann geht es nicht voran, dann ecken wir an, läuft es nicht rund, der Fluss vom Leben kommt ins Stocken. Es ist wie wenn ein Biber einen Staudamm gebaut hat und Äste angetragen hat und der Fluss gar nicht kann richtig fließen. Wir sind nicht im Flow. Und das ganze Leben, wenn du so ein bisschen Gedanken machst, ja, stimmt das, was die jetzt hier erzählen? Du sollst ja nicht glauben, was sie sagen, sondern alles für dich selber prüfen. Über das haben wir auch schon geredet. Prüfe deine Gedanken. Prüfe, wer sich ewig bindet. Auch prüfe, was binde ich an mein Leben? Was binde ich an meine Gedanken? Und was waren die Resultate von diesen Sachen, die ich gedacht habe? Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wenn du dich einmal fragst, wo läuft mein Leben oder wo fließt mein Leben rund, wo geht es rund, wo fließt mein Leben einfach durch oder wo habe ich so grosse Hindernisse gehabt, also so Baumstämme, wo das Fließen vom Wasser verhindert hat, oder wo hat es viele Steine gehabt, oder hat es eine Ausbuchtung gehabt, wo das Wasser fast nicht durchgekommen ist, wenn es wenig Wasser gehabt hat in deinem Flüssli vom Leben? Also, weißt du, was ich meine? So die Bilder von diesen verschiedenen Bächen. Also wir kommen ganz viele Bilder. Da gibt es zum Beispiel den Bergsee, wo wirklich alles oben runterkommt. Und wenn es ein bisschen mehr geregnet hat, dann hat es auch viel mehr Wasser. Und die Wasserfälle sind vielleicht dann ein bisschen, grösser Rinnsal. Ah, ja, genau, weißt du? Als Kind bin ich mit meinem Großvater, mit meiner Großmutter immer unterwegs gewesen. Die haben im Wallis gewohnt und wir sind haben viele Ausflüge gemacht. Also ich habe fast das ganze Wallis eigentlich kennengelernt, so fahrend als Kind. Und mein Großvater hat immer gesagt: «Rügachtle bis wasch!» Schau, Kuhpisse. Wenn irgendjemand so ein Rinnsal vom Felsen oben runtergekommen ist, oder? Und ich weiss, als Kind habe ich mich dann wirklich davon achten, weil das Wallis ist ja so in einem Tal drin, und rechts und links hat es Berge und man fühlt sich so ein bisschen eingegangen. Aber es war immer schön, die Ausfahrten, und überall haben wir uns auf die Suche gemacht, beziehungsweise haben wir gesucht, er ist gefahren, er hat natürlich müssen auf die Straße schauen, wo die Pisswasch oben runterkommen. Und manchmal sind sie wirklich so ein Rinnsäli, hast du es fast nicht gesehen.
Und manchmal ist Wasser gekommen, das wirklich ein richtig schöner Wasserfall war. Und ja, so sind unsere Gedanken. Manchmal sind sie Gedanken von der Fülle, was uns erfüllt, was uns schier verjagt. Also, geflutet sind wir von diesen Gedanken. Und manchmal haben wir Gedanken, die uns so wirklich runterziehen, wo wir denken, boah, ich verdurste gleich. Das ist eben dann, wenn du durch die Wüste säckelst. Habe ich das auch schon erzählt? Oder ist mir das nur in den Sinn gekommen, dass ich wollte und dann habe ich es gleich nicht gemacht? Keine Ahnung, ist egal. Einfach, was ich sagen will, im Leben gibt es so verschiedene Phasen. Es kann nicht immer nur himmelhochjauchzend sein. Es muss auch einmal zu Tode betrübt sein. Und weißt du warum? Weil wenn du nur himmelhochjauchzend bist, weißt du gar nicht, wie schön das es hast, wenn es himmelhochjauchzend ist. Du brauchst es zu Tode betrübt sein, damit kannst du erkennen, wo das deine Mitte ist. Und wie immer, im Gesetz der Anziehung, die Law of Attraction geht es darum, dass man sich einschwingt, einmittet und dass man für sich den Weg findet, der einem von Herzen glücklich macht und wo man kann sagen kann, das erfüllt mich. Weil du bist liebenswert, du bist genau gut, so wie du bist und einmalig perfekt. Du musst gar nicht werten. Du bist nämlich schon jemand. Und also mit diesem Gedanken möchte ich dich heute entlassen. Konzentriere dich auf das, was du bist, in deiner Perfektion als Mensch, in deiner Liebenswürdigkeit, in deiner Herzlichkeit und in deinem Tun für dich und für andere und mach einfach, was dich glücklich macht.